Krieg ist die Hölle. Und heute ist echt mein Glückstag. Meine Herren, wie Sie wissen, macht uns der Russe von allen Seiten vor. Wir sind abgeschnitten von der HGL und können nicht auf Unterstützung von außen warten. Der Ivan hat uns nach bester Manier eingekesselt. Wir entsenden mehrere Stoßtruppen, um empfindliche Stellen des Kessels zu treffen und die Kräfte des Feindes weit genug zu zerstreuen, um einen Ausbruch zu wagen. Ich brauche Spezialisten für diesen Auftrag. Es wird nicht einfach, die Überlebenschancen sind sehr gering. Ihre Aufgabe wird es sein, eine russische Anlage in diesem Alarmbereich ca. 15 Kilometer von hier auszuschalten. Soweit es unsere Aufklärung melden, befindet sich hier die Kommandozentrale des Feindes. Da die bolschewistische Militärdoktrin nicht aus selbstständiges Denken kommt, wird eine Totschussaktion die gehört aus der Bahn werfen. Ferner meldet ein Torped, dass eine bedenkliche Menge Munition und Material in 2 Stunden eintreffen soll. Ich denke, Sie wissen, was es für uns bedeutet, wenn diese Lieferung unbeschadet bleibt. Von Ihrem Auftrag hängt das ganze Überleben dieses Bataillons ab. Wir alle zählen auf Sie. Pause. Danach geht's weiter. Glaubst du mal meine Chance auf, Mann? Dieser Tag wird böse enden, aber ihr wisst, wie wichtig unser Auftrag ist. Ja, wir gehen drauf, damit der Rest vielleicht noch einen Tag überlebt. Mal halten, Schuster. Heute wird niemand sterben. Das ist ein Befehl. Jawohl. Weiter.
Ich weiß nicht. Viel zu nah am Feind, als dass wir das jetzt lehrplanmäßig durchziehen könnten. Das Ding sieht folgendermaßen aus. Also, hier sind Russen, da sind Russen, dort darin sind wahrscheinlich auch noch Russen und das ist unser Lager, wo wir das ganze Scheißzeug bei uns schweigen. Also, wir können unser Leben nur möglichst teuer verkaufen und unseren Auftrag durchführen. Wir können das möglichst schnell durchführen. Über Überraschungsmoment habt ihr alles in der Schule gelernt. Oder zumindest bei der Wochenschau. Also, ihr stellt euer MG hier auf und lehnt alle dort um. Also. Das ist was zum Rauchen drin. Jeder, heute gibt's keine Nichtraucher. Rauch mal. Du beziehst da drüben am Waldrand Stellung. Deine Aufgabe ist sehr wichtig, weil, Schuster, du kommst mit mir mit. Wir nehmen den Sprengstoff, rennen da durch. Wir versuchen am Anfang noch leise zu sein, aber früher oder später werden sie sowieso auf uns schießen. Also, du hältst uns den Rücken frei. Baller uns nicht in den Rücken, können einfach nur jeden Russen ab, den wir nicht ausschalten können. Oder uns einfach zu gefährlich nahe kommen. Und am besten noch Leute, die Alarm schreien wollen. Obwohl, dann ist eh schon zu spät. Was machen wir eigentlich, wenn alles klappt? Nach Persien gehen, richtig? Richtig. Und was ist, wenn nicht? Dann sind wir alle tot in unserer Einheit auch. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ihr habt euch ja hier alle freiwillig gemeldet. Ich nicht! Also, wenn alle Klarheiten beseitigt sind, aufrauchen, Stellung werden selbstbezogen, Gefechtsbereitschaft herstellen. Ja, zeigen wir es den Bolschewiken! Wenn das vorbei ist, schmeiß ich eine Runde EK1 für alle. Wir rennen da einfach rein. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Versuch leise zu sein. Wir können immer noch rennen und ballern, wenn der erste Schuss bricht. Verstanden. Ich glaube, das ist im Wald um zu scheißen. Wieso Durak? Wieso Durak, ja. Thank you.
zum Lenin ist hier los? Verdammt. Wer mir nicht im Kampf dient, dient mir als Zielscheibe. Die Munition ist alle. Ich hab getan, was ich konnte.
Was warten Sie noch? Machen Sie die Bombe klar. Ja. Ich gebe Ihnen Deckung. Sie Zünder, 40 Sekunden. Alles klar, los geht's. Weiter, weiter! Hier, geht nicht, Scheiße! Bombe geht nicht hoch. Nein, ich meine das MG. Scheiße. Trotzdem, jemand muss die Bombe manuell zünden. Geben Sie mir Ihre Handgranaten. Nein, mit Ihrer Verletzung können Sie dann nicht mehr Ihre eigene Waffe halten. Ich übernehme das. Sind Sie sich sicher? Ich kann Sie zu nichts zwingen. Nein, außer mir kommt keiner in Frage. So ist er halt, der Krieg. Sei es drum. Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Dann mal los. Seine Schütte aus. Verdammt, was soll das? Du bist. Du hast aber auch ein Schrecken eingejagt. Hat Karlsberg überlebt?
Nö, uns fielen mehr Handgranaten in die Stellung, als wir zurückwerfen konnten. Verstehe. Scheiße, wir müssen weiter. Krieg ist die Hölle. Und heute ist echt mein Glückstag. Mein Magazin war leer. Dabei!